Hallo Leute, ihr habt jetzt schon länger nichts mehr von uns gehört oder gesehen, weil das letzte Video ist es auch schon 5 Wochen her. Aber egal. Heute habe ich ein neues Video für euch. Und zwar versuche ich mit 3 Freunden aus meinem Clan die Story von Black Ops 3 auf realistisch durchzuspielen. Das Ganze werde ich natürlich auch aufnehmen und hier uploaden. Und leider habe ich auch eine schlechte Nachricht, und zwar habe ich mir ein neues Mikro besorgt und habe dann vergessen, den Spielsound anzupassen. Dadurch bin ich im Vergleich zu den anderen ziemlich leise. Man muss sich da schon bemühen, damit man mich versteht. Und da haben wir auch schon 4 oder 5 Folgen vorproduziert und zuerst zu spät bemerkt. Ich werde mich bemühen, dass ich den Fehler bei den nächsten Videos beheben kann. Und wünsche euch natürlich viel Spaß mit diesem Video. Menschliche Bioaugmentierung ist in der entwickelten Welt mittlerweile gang und gäbe. Ich bin ein Depp, Alter. Hat die Behörden überfordert. Superstürme setzen der Region zu und erschweren die Hilfsbemühungen. Es sind unsichere Zeiten. Unsere Zukunft hängt von unseren Entscheidungen ab. Mit der stetig wachsenden Bevölkerung entstehen überall auf der Welt Megastädte. Die extremen Bedingungen führten zu einem Exodus vertriebener Einwohner. VR-Basen waren heute Morgen alarmiert. Direktenergie-Antidrohnensysteme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten aneinander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer kalter Krieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks, der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Said. Das NRC nahm ihn vor 2 Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie ein Exempel an ihm statuieren. Ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist, wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Okay. Ja, ich kann meine Waffen noch ausrüsten. Nein! Ach man. Konntet ihr auch eure Waffen ausrüsten gerade? Das NRC ist bald hier. Etwa eine Minute. Ah, dann hängt es wahrscheinlich damit zusammen, dass ich schon gezockt hatte. Konnte gerade mein Waffenpaket ausrüsten. Tower, den ganzen Verkehr von Landebahn 19 umleiten. Verstanden. Leite zu Landebahn 11 um. Hält mir jetzt auf der schon stören, hä? Kursänderung für Landung auf Landebahn 11. Bestätigen. Hey, wie soll's dir so? Bestätigt. Anflug Landebahn 11. Oh, oh. Okay, jetzt du. Okay, Hacker-Modul platziert. Ja, die Der-Zielerfassung noch. Na super. Der manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptiert. Tower, wir werden anvisiert. Wir sind Verbündete des NRC. Hier sieht alles gut aus. Mögliche Fehlfunktion bei euch? Jetzt schießen! Feuere! Deckkreis Zieler. Feuer. Landung abbrechen. Oh, Scheiße! Runter! Erledigen wir das! Oh. Aha, geil, erste Mollerkampagne. Taylor, Ablenkung. Erste Mollerkampagne jetzt. Wir müssen mal schnell so ein lauter Schatten. Ich auch. Okay, wir sind Drillinge. Ist so. Leute, hier. Sammlerstück. Das wusste ich noch.
Also wurde dir auch fett angezeigt. Im Moment sollten wir nicht warten. Vergiss nicht, deine Kugeln sind dir dauernd. Der Tunnel. Dort können wir den genauen Standort des Ministers bestimmen. Köpfe und Waffen runter. Bleib cool, bis wir ihn haben. Ja, wo ist denn Alex? Alex, wo ist du da oben? Ich hab das Wochenwissen. Seit ist die Show gegangen? Ja. Ja. Kopf unten halten. Oder das Firebreak haben wir. Alles, du brennst. Du brennst. Also, nee, das war nur dein Name. Das hat er nicht getan. Rest in Peace. Alle rennen. Ja, look. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Draußen ist auch bereits. Ey, mich gleich schießen. Erst noch genug Zeit haben. Scheimro schaut scheiße aus. Taylor, was? Sind an der Sicherheitsstation. Wir sie kontrollieren. Verstanden, Hendrix. Also die Verbindung geht noch. Lass mich hoffen, der gar nicht, wenn man das auf realistisch spielt. Ich kann Extras. Ich kann Titel, glaube ich. Das ist zur Herrschaft der Welt. Dann schießt der einfach erlaubt. Da hast du instant 5er KD. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Du bist Gott. Benutzen. Hey, ich hab ein Sammelstück entdeckt. Wo? Da. Die Ecke. Taylor. What? Scannen ich benutze es gerade. Alter, what the hell? 60 plus 1. Weitere Geiseln. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich? Also jetzt fehlt mir nur noch eins hier. Oh! Das NRC ist für seine Brutalität. Guckt es euch genauer an, wie das. Alter. Oh. Taylor. Das ist ein Schier, Alter. Wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister hat oberste Priorität. Verstanden. Überprüf den nächsten. Lassen wir sie zurück, damit sie gefoltert werden? Wir haben unsere Befehle. Der Foltern doch, Alter. Ja, einfach alle drei gleich aussieht, ne? Ja, nee. Das ist er. Der Minister. Trilling, ne? Sogar aus wie der Hendrix. Alex ist nicht so fertig. Die sehen alle gleich aus, alle vier in der Reihe. Er wird verlegt. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Guck dir das mal an. Bingo. Der Hendrix. Volltreffer. Ihr seid alle gleich. Sind unterwegs. Wo ist das Sammlerstück? Ankunft. 2 Minuten. Zwei Minuten. Ich stoppe dich. Okay. Der Mistkerl. Wenn sie Jens findet, kannst du es auch gleich sagen. Wie die Stimme der Erfahrung persönlich. Oh. Glaub mir. Die bin ich. Klar. Also das nächste kommt. Laut Charlie Hacker. Okay. Ah, oh, schießen. Oh. Ah, cool, ja. Gibt's Friendly Fire auch? Aber man kann eigentlich auch Schaden machen? Das wäre eigentlich ein Problem. Probier's nochmal. Stopp. Alles. Die Heldi hat ja eine Superkräfte. Moment. Halbo. Oh, Alter, hast du mir angeschossen? Oh, shit. Alter. Die Leute, fühlt ein bisschen durch. Ist das Friendly? Ist das Friendly Fire? Na. Nee. Nein. Alter, das ist ja abnormal. Realistisch. Das ist unrealistisch. Friendly Fire gibt's nicht. Das ist Hardcore. Hardcore Mode. Hardcore Team Deathmatch. Deswegen kriegt man 5er KD. Ja, geil, geil, man sieht sogar den Kills. Geil, das ist so geil. Jo, oh. Auf dem. Ja, auf Dutchbed. Drückst Dutchbed. Du siehst das. So werden halt die Franzosen gefordert. Oben, Schütze.
Zum Glück ist Kraft-Friendly Fire. Ey, das wäre doch realistisch. Aber nicht so realistisch. Scheiße. Ist ins Feuer gelaufen. Nein, ich meinte, das ist was zum Aufsammeln. Schiss, ist auch noch was. Alles klar. Also dort, wo er super eigentlich ist. Ich geh vor, du brichst da ein. Let's go. Let's go. Boah, schaut das. Boah, alter geil. Hannes, wie ist das getan? Boah, Hack, ist oder? Hack, all Hack. Okay, schaut euch was. Nicht auf der Tür. Oh. Ah, Doro, Mardo. Geil. Drei, zwei, los! Let's go! Wir holen sie hier raus. Alles gut, Minister. Tun Sie, was ich sage. Kann man nicht helfen. Was ist mit Khalil? Ah, und den anderen? Sorry, keine Zeit. Khalil war ein Held des Kairo-Aufstands. Sie wissen, wie wertvoll er für ihre Propaganda ist. Sie wollen eine Propaganda statuieren. Wer hat das meiste Geld? Hopp, auflaufen mit dir. Hannes, was ist das? Das ist er. Öffne die Tür, gebe Deckung. Öffne die Tür. Ja, komm, ich mach das. Okay, okay, das mach ich wieder. Das mach ich wieder. Ach, oder doch, irgendwie anders. Ich schneide den armen Kerl ab. Nee, lass mich das machen. Mit den Türen. Warum? Ne, weil ich halt aufnehme. Okay. Minister, also, Khalil. Perfekt. Können Sie kämpfen, Khalil? Immer. Wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren sie auf die Biometrie. Oh oh. Jetzt kämpfen sie. Oh shit. Klingt, als wären sie uns auf den Fersen. Los! Los. Taylor, Paket plus 1, gesichert und unterwegs. Plus 1, dein Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Lieutenant Khalil. Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Leute, suche direkt Deckung. Oh. Alles blockt mit dir. Komm her. Also, ja, ihr blockt mich. Wir dich. So schaut's aus. So schaut's aus. Da ist seine Waffen. Ja. Und die Granate. Als Waffen haben wir keine Knie nehmen. Noch nicht, oder? Das hat vielleicht Einsteiger-Tutorial sein oder so. Scheiße, Alter. Oh. 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 Wer sitzt da? Hendrix. Sind wir alle gestorben? Ja, schätze aus. Oh. Ich hab recht unten so einen Körper. Ja, schon komplett versteckt. Zettlos. Ja. Wer hat denn doch Fee bekommen? Jolle. Oh. Ja. Ich nicht. LOL, er steckt einen Zwecklos, hat die Kanzen. Alex hat Gottmund an. Alex, der KD-Spieler. Ah ja, super Gottmund. Ja, hier. Wow, so Heimer. Scheiße, hat Bug, da kann man durch die Wand schauen. Der stirbt da. Alex, komm mal her. Wie bist du? Wow. Stopp, links, links. Warte, du gerade wieder beleben. Geht schon wohin? Ja. Warte mal, geh mal weg. Ah, Granate. Ich hab mir gut durchschauen können. Da geht jetzt nochmal. Hol doch, schau, du musst ducken. Du musst da ducken, hergehen. Ah, der hockt da. Ah ja. Nice. Scheiß Glitch-Game da. Problem ist, dass bei realistisch die Feinde auch so defensiv spielen. Dann sind wir Waffen. So, jetzt werden wir alle sterben. Komm mal drauf hin. Wo bin ich? Hä? Oh, ich werde gebottet. Aber nicht. Waffen fallen lassen! Was war jetzt? Okay. Runter damit! Gebottet. Dann wären wir tot.
Glaubt mir. Oh oh. Wir sind tot, wenn nicht. Fallen lassen. Vorwärts. Waffen fallen lassen. Ja, noch. Nein, muss jetzt halt frisch nicht fallen. Schön wär's. Dass unsere Leute sind. Ja, das ist halt guten Leute. Die guten. Gleichfalls, John. Hey, bitte kann ich dir aus dem Käfig raus. Wie geht's, Rachel? Das ist vorbei. Schade. Hm. Frisches Blut? Für die lieben sich dir zwar. Kümmerst du dich so gut drum wie um mich? Hannes, die lieben sich. Das ist nicht witzig. Zwar bereit zur Extraktion? Sprengsatze klar. Die lieben sich. Treasure, das ist ein okay, Roboter. Los, bereit in 10. Diaz, du spielst den Babysitter. Los geht's. Folgt mir. Oha. Babysitter fahren. Alter. Backstray, Alter. Ach, oh, Munitionskiste! Bisschen gleich erraten. Willkommen auf meiner professorischen Endcard. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Natürlich würde ich mich über eine positive Bewertung und über ein Abo nicht beschweren. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann könnt ihr euch den zweiten Part auch gleich ansehen, falls er schon heraus ist. Durch das Klicken auf das blinkende Elmo-Zeichen kommt ihr zum nächsten Video. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.